Unter dem Menüpunkt Kunde sperren können Sie eine Anzahl an Tagen bis zum automatischen Sperren festlegen. Wenn Sie hier zum Beispiel 30 Tage einstellen, dann wird jeder Kunde, den Sie neu anlegen, automatisch nach 30 Tagen gesperrt. Und wenn Sie hier einen Inhalt der E-Mail hinterlegen, dann würde unser System diese Kunden automatisch 2 Tage vor Ablauf dieser Sperrfrist dann benachrichtigen. Sie haben auch die Möglichkeit, unter Kunden und Aufträge im jeweiligen Kunden ein individuelles Sperrdatum einzustellen oder dieses automatische Sperren dann für diesen Kunden zu deaktivieren. Das würden Sie hier unter diesem Menüpunkt zum Beispiel machen. Und natürlich können Sie automatisch gesperrte Kunden auch jederzeit einfach wieder aktivieren.